Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotos Computer, weil es sich auch viele gewünscht haben. Viele haben auf dem Discord gefragt, weil er gerade so Black Friday-Angebote hat. Deswegen gucken wir uns die jetzt mal an. Und zwar mit dem Black Deal 870 für 870 Euro, dem Black Deal 1599 für 1599 Euro und dem Black Deal 2549 für 2549 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer, wie gehabt, wir gucken uns das erste Angebot erstmal an, weil das ist ja auch so eine Preisrange, die viel auch interessiert, so 800 bis 900 Euro. Und die anderen PCs, die gucken wir grob drüber, ob das alles so passt, dann zeige ich euch den Preispunkt und dann schauen wir, ob sich die Systeme lohnen. Zuerst wie immer das Bild ist einfach nur das Gehäusebild, das ist völlig in Ordnung, da kann ich überhaupt nicht meckern. Ich wünsche mir das immer so, entweder nur das Gehäuse oder man nimmt wirklich die Komponenten, die wirklich drin sind und baut die da rein und macht davon ein Foto. Das ist völlig okay. Kommen wir auch direkt zum Gehäuse. Hier haben wir das Endorphi Signum 300 ARGB. Das hat schon drei RGB beleuchtete Lüfter in der Front, 120 mm und einen RGB beleuchteten Lüfter im Heck. Also der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Es hat eine Mesh-Front, ist jetzt qualitativ nichts Besonderes. Das ist soweit schon okay. Ist natürlich viel Plastik auch in der Front, aber das geht soweit schon klar. Es hat eine Glasscheibe, kein Acryl oder so. Das ist für so ein System völlig in Ordnung. Und das kostet 79,90 € bei computeruniverse.net. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600, 6x3,5 50 GHz Turbo bis 4,4 GHz, 12 Threads. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP. Der kann sich, glaube ich, auch um die 88 oder so reinschrauben, aber das ist auch nicht sonderlich viel. Und unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Den könnt ihr auch mit 3600 betreiben, ist hier auch verbaut, zeige ich euch gleich noch. Der Prozessor ist gut an die Grafikkarte angepasst. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, sag ich mal, in einem Jahr zu sagen, hey, ich will mir eine 3080 oder 3080 Ti oder so da reinschmeißen, solltet ihr schon einen stärkeren Prozessor nehmen. Hier für das System ist auf jeden Fall gut gewählt. Ist die Non-X-Variante, da ist jetzt auch nicht viel los mit Übertakten oder so, aber wie gesagt, zu dem System passt er. Was das Streamen angeht, ich sag's immer wieder, ich weiß, nicht alle wollen streamen, aber ich sag's trotzdem. Da solltet ihr auf jeden Fall auch einen stärkeren nehmen, es sei denn, ihr plant jetzt mit diesem System vielleicht ein bisschen Valorant oder Overwatch oder so zu streamen, dann geht das natürlich. Nur bei AAA-Titeln sollte man sich Gedanken machen, ob man nicht was Stärkeres nimmt. Und der kostet 137 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD 6600 XT 8 GB. Da wir hier freie Hand haben, nehmen wir die PowerColor, war die günstigste am Markt. Kann auch gut sein, dass er die nimmt oder irgendeine andere, also da, wo er am günstigsten drankommt natürlich. Das ist tatsächlich eine gute Grafikkarte für Full HD. Viele denken immer, 6,6er, die ist nichts. Doch, doch, die ist schon leistungsstark. Ich zeige euch mal ganz kurz in Full HD, was die so leistet. Das ist jetzt natürlich kein Video von mir. Es wurde aber hier getestet mit einer 6600 XT und einem Ryzen 5600 Non-X, also auch nicht übertaktet oder so. Und ich zeige euch ganz kurz, welche FPS-Werte ihr da erwarten könnt. Bei God of War hätten wir zum Beispiel im Average, da müsst ihr mal drauf achten, 66 FPS. Bei Spider-Man habt ihr im Average 120 FPS. Overwatch 2 ballert mit 360 FPS rein. Ihr seht auch immer auf High gestellt alles das meiste. Forza Horizon 5 auf Full HD und Ultra seid ihr bei ca. 109 FPS. Red Dead Redemption läuft auf 69 FPS in Full HD. Days Gone auf 97 FPS auf Full HD und Very High. Far Cry 6, hier sieht man auch ganz schön, das Messprogramm spuckt genau die gleichen Werte aus. Im Average habt ihr 95 FPS, das schreibt er auch hier oben, ca. 95 Average auf Full HD und Ultra Einstellung. Das ist einfach nur der Benchmark von Far Cry 6. GTA 5 läuft im Average auf 140 FPS und Apex Legends auf 281 FPS. Hier muss man aber sagen, dass es auf Low eingestellt ist. Das ist nicht die höchste Texturqualität. Jetzt habt ihr einen groben Überblick bekommen. Wenn ihr wirklich dieses System kaufen wollt, wisst ihr, was ihr ungefähr für FPS-Werte erwarten könnt. Ich verlinke euch das Video natürlich auch in der Videobeschreibung. Und die Grafikkarte kostet 399,99 € bei eBay über Top 10 Computer, ansonsten 428 über Amazon. Der Arbeitsspeicher G-Skill RipJaws 5, 16 GB DDR4, 3600 MHz. Das ist ein Dual-Kit, zwei Stück, das ist immer ganz wichtig, 2x8 GB, keine RGB-Beleuchtung oder so, aber ist auch egal. 3600 MHz, klar, nur CL18, aber das ist völlig wurscht. Ist gut, dass er es rein konfiguriert hat, 16 GB in der Preisklasse auch völlig in Ordnung. Und er kostet 51,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus Prime B450 Plus. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, hier kann SSD verbaut werden und hier unten habt
habt ihr halt noch die Erweiterungsslots für zum Beispiel eine Capture Card oder eine WLAN-Karte oder eine USB-Erweiterungskarte. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.0, zweimal USB 3.1, USB Typ C ist auch schon mit an Bord. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und ich habe auch im letzten Kommentar gesehen, hey, wie viele Monitore kann ich jetzt anschließen? Also so eine Grafikkarte bringt meistens 4 Anschlüsse mit. Bei der Grafikkarte sind es, glaube ich, auch 4. Und wenn es nur 3 sind, ist egal. Ihr könnt auf jeden Fall mindestens 2 Stück anschließen, aber bitte alles über die Grafikkarte und nicht übers Mainboard. Und dann haben wir noch USB 2.0 zweimal und einen PS2-Anschluss. Den werdet ihr sowieso nicht benutzen, das ist für alte Mäuse und Tastaturen. Ihr werdet alles über USB anschließen. Das Board ist jetzt nichts Besonderes, ist auch nur der B450-Chipsatz, aber er reicht für diesen Prozessor aus. Und natürlich in dem Preissegment kann man jetzt nicht erwarten, dass man ein Board kriegt, wo man irgendwie 4 SSDs oder so reinklatschen kann. Könntet ihr hier theoretisch über SATA dann, aber nicht als M.2-Variante. Aber das ist soweit schon in Ordnung gewählt, das passt schon. Es ist auch kein Micro-ATX oder so und das kostet 91,86 € bei Galaxus. Als Festplatte bekommen wir eine Fastro MS150 512 GB M.2. Natürlich muss man hier jetzt sagen, das ist nichts Besonderes, 512 GB ist auch nicht sonderlich viel, aber in dem Preissegment ist das völlig okay. Ich persönlich würde zum Beispiel sagen, ab 1000, 1100 sollte auf jeden Fall ein Terabyte drin sein. Bei 512 GB müsst ihr euch natürlich festlegen, welche Spiele ihr installiert und spielen wollt. Wenn ihr jetzt God of War, vielleicht noch Ark und Valorant installiert, dann reicht es noch. Kommt ihr aber auf die Idee, da 5 AAA-Titel drauf zu schmeißen, reicht das nicht. Konfiguriert 1 Terabyte rein oder belastet es dabei, wenn ihr wisst, was ihr spielen wollt und wie groß diese Spiele sind. Ansonsten hat die eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1200 MB die Sekunde. Die ist nicht sonderlich schnell, reicht zum Zocken aber ganz dicke aus. Und die kostet 33,99 € bei Mindfactory. Als CPU-Kühler haben wir den AMD Rave Kühler. Ja, das ist einfach nur hier beim Prozessor der mitgelieferte Kühler. Der kann gerne mal ein bisschen lauter werden, aber das ist ein gutes Airflow-Gehäuse. Ich denke mal, das geht schon einigermaßen klar. Gerade weil es der 5600er Non-X ist. Der hat jetzt auch nicht die Mega-TDP. Mir hätte es besser gefallen, wenn er so ein LCCC120 oder so draufgeworfen hätte, aber ausreichend tut er erstmal. Kann wie gesagt sein, dass der ein bisschen lauter wird in eurem System. Das Netzteil ist ein Silentium PC Vero L3 Bronze 500 Watt. Das hat 3 Jahre Garantie, 80 plus Bronze Zertifizierung und festes Kabelmanagement. Gut, das mit dem Kabelmanagement kann euch egal sein, kommt ja eh fertig gebaut, die Kiste nach Hause. Da fliegen aber die Kabel, die nicht gebraucht werden, hinten im Gehäuse rum. Die seht ihr aber sowieso nicht. 500 Watt reicht für das System, solltet ihr wie gesagt mit dem Gedanken spielen, vielleicht eine stärkere Grafikkarte reinzuballern später, irgendwie nach 1-2 Jahren, dann reichen 500 Watt vielleicht nicht mehr. Qualitativ gibt es auch durchaus bessere Netzteile, aber wie gesagt, wir bewegen uns hier in einem Preissegment von 870 € und da war halt einfach nichts anderes drin. Und das kostet 47,51 € bei Mindfactory. Was ich jetzt nicht mit reinrechnen werde, ist Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Das bedeutet für euch, ihr kriegt das System nach Hause, Windows ist vorinstalliert, alle Treiber sind vorinstalliert, ihr könnt sofort zocken, wenn ihr wollt. Irgendwann nervt euch Windows dann aber mit dieser Meldung, ey, du musst das aktivieren, dann habt ihr so ein Wasserzeichen unten in der Ecke, das nervt dann immer. Ihr könnt jetzt zum Beispiel einen Key bei meinem Partner kaufen, dann tippt er den da ein und seid fertig damit. Ihr müsst nichts mehr installieren oder so, das ist alles schon dann bereitgestellt worden. Nubaro zum Beispiel nimmt, glaube ich, für eine Windows-Vorinstallation um die 30 oder 35 €. Die könnt ihr jetzt hier draufrechnen, wenn ihr möchtet. Ich lasse es aber, weil ihr einfach nicht Windows in Geizhals eintragen könnt ohne Key. Das funktioniert halt einfach nicht. Ist aber ganz nett, dass das macht. Ihr braucht euch um nichts mehr kümmern, installiert die Spiele und zockt erstmal. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 842,14 €. Das System soll kosten 870 €. Ist ein guter Deal. 28 € über Geizhalsliste. Kann man so nehmen. Ist jetzt auch nichts dran auszusetzen, großartig. Ich würde euch vielleicht empfehlen, einen anderen CPU-Kühler zu nehmen, dass er ein bisschen leiser ist, aber funktionieren tut es. Und wie gesagt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das hinterher noch aufrüsten zu wollen, dann solltet ihr auf jeden Fall noch ein stärkeres Netzteil nehmen. Aber so an und für sich ist das echt ein guter Deal. Ist tatsächlich so. Als nächstes haben wir den Black Deal 1599 und da kann ich euch auch direkt sagen, da kommt gleich noch was. Ich habe mit Krotus gesprochen, weil mir das so nicht gefallen hat, wie es war. Ich erzähle euch da gleich eine kleine Story zu, damit ihr Bescheid wisst. Kommen wir zuerst zu dem Bild. Das ist wie immer nur das Gehäusebild, das ist soweit okay. Das hat auch eine Mesh-Front, das finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass der Airflow gegeben ist. Das ist auch dieses MSI MagForge 112R Gehäuse, da sind auch schon Lüfter vorinstalliert und so, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Hier ist ein 5700X drin, mit dem könnt ihr sogar schon streamen. Müsst natürlich auf die Titel achten, aber der ist auf jeden Fall besser geeignet als ein 5600er Non-X. Dann haben wir noch eine AMD RX 6900 XT, das ist fast die beste Grafikkarte von AMD, aber preis-leistungstechnisch echt ein guter Bringer. Es gibt natürlich noch die 6950 XT, aber da lohnt sich der Aufpreis einfach nicht. 32 GB 3600 MHz RAM, das ist auch völlig okay, keine RGB-Beleuchtung oder so auf dem RAM, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ein Gigabyte B550 Gaming XV2 ist kein besonderes Board, ist aber auch okay in diesem Preisbereich.
Eine Fastro MS150 1 TB, also hier habt ihr 1 TB Speicher. Das ist auch noch okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, aber so ist es jetzt halt. Hier haben wir auch schon als CPU-Kühler den LC-CC120 ARGB Pro, wo ich auch eben schon drüber gesprochen habe. Ein Seasonic G12 GC650W ist jetzt auch kein besonderes Netzteil, das ist so die Billigsparte von Seasonic, reicht aber für das System aus. Und hier habt ihr auch schon Windows 11 vorinstalliert als Testversion, da könnt ihr auch einfach hinterher noch einen Key eintippen, dann seid ihr fertig damit. Und dann kommen wir ja auch zu dem Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte. Dazu habt ihr auch wieder einen FPS-Test unten in der Videobeschreibung, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.439,95 €, das System soll kosten 1.599 €. Wenn man das System so standalone nimmt und guckt sich den Preis an, ist das noch okay als Aufschlag. Ich habe aber zu ihm gesagt, du, Krotos, also Christian, er heißt ja Christian, das ist kein Sonderangebot. Das ist ein stinknormaler Preis, das ist jetzt kein Black Deal. Da hat er gesagt, yo, stimmt, bei der Grafikkarte, zu dem Zeitpunkt, wo er das erstellt hat, war die Grafikkarte noch 50 € teurer. Dafür hat er jetzt einen Code fertig gemacht, hat mir den zur Verfügung gestellt. Das hat nichts mit meinem Kanal zu tun, das ist auch kein Affiliate oder so. Der Code, warte, der heißt, muss ich gerade mal gucken. Black Friday 1599, gilt auch nur bei diesem PC, dann geht er nochmal 50 € runter. Dann ist das schon okay preislich gesehen. Wie gesagt, wenn ihr den Code da dann eintippt, kriegt ihr 50 € runter. Das hat nichts mit mir zu tun, kein Affiliate oder so, ich bin nicht gepartnert. Ich muss es immer wieder sagen, die Leute glauben es mir einfach irgendwie nicht, keine Ahnung. Aber es ist scheißegal, wo ich es mache. Mache ich es bei Dobaro, glauben sie es mir nicht. Mache ich es bei Krotos, glauben sie es mir nicht. Ach, scheiß da Hund drauf. Auf jeden Fall ist es einfach so, wenn wir jetzt 1550 entgegenrechnen zu 1439, zahlt ihr ungefähr 110 €, habt auch Windows vorinstalliert, ohne Key natürlich. Aber dafür ist das echt ein gutes System. Wisst ihr auch, warum er das gemacht hat? Ich hatte in meinem letzten Video diesen GameStar-PC, der ja sogar unter Geizhalsliste war. Da habe ich gesagt, Alter, guck mal, was die anbieten und guck mal, was du da jetzt anbietest. Da hat er natürlich gesagt, ja klar, Boostbox ist viel größer, die können bessere Preise machen, das interessiert ja den Endkunden nicht. Der Endkunde denkt sich dann, ja, ist mir doch egal, wie du deine Einkaufspreise gestaltet, Hauptsache ich kriege einen guten Preis. Und deswegen hat er diesen Code auch noch bereitgestellt und ich hoffe, damit seid ihr dann irgendwie happy. Ein Deal ist es dann schon irgendwie, das geht schon irgendwie klar. Und dann haben wir noch den Black Deal 2549. Haben sich auch viele für interessiert, schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an. Wie immer nur das Gehäusebild, ist auch okay. Man muss dazu sagen, das Shakun TG6M RGB ist kein schlechtes Gehäuse. Allerdings erwarte ich in dieser Preisklasse ein besseres Gehäuse. Zum Beispiel ein CA300H oder so. Kann auch von Shakun sein. Nur das Gehäuse kostet halt 70 €, ist jetzt kein Billiggehäuse oder so. Nur man erwartet halt einfach mehr für das Geld. Reinpassen tut es da, der Airflow ist da, das ist schon mal soweit okay. Dann haben wir ein Intel Core i5 13600KF. Preis-leistungstechnisch aktuell der beste Prozessor zum Zocken und zum Stream. Sage ich euch so, wie es ist. Was die Grafikkarte angeht, kriegt ihr der Nvidia RTX 4080 16 GB. Das ist auch eine sehr gute Grafikkarte, aktuellste Generation. Danach kommt nur noch die 4090. Welche ihr da jetzt genau kriegt, kann ich euch nicht sagen. Ich habe in die Liste jetzt die Game Rock genommen von Palit. Aber es kann auch irgendwie eine andere sein, eine Zotac. Keine Ahnung, ob die welche herstellen, aber so ist es jetzt halt. 32 GB 3600 MHz DDR4 RAM. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, bei 2.500 € erwarte ich DDR5. Hier wurde aber quasi ein System um die Grafikkarte gebaut. Es geht dem einfach nur darum, ihr kriegt die aktuellste Grafikkartengeneration, aber mit älterer Hardware. Nicht veraltet, aber älterer. Das müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr DDR5 wollt, müsst ihr das euch so ummodeln. Auch mit dem Mainboard ist es auch nur ein B660 Gaming X DDR4. Das ist zwar kein Micro-ATX oder so. Ja, es gibt Systemintegratoren, die bauen um eine 4080 Micro-ATX-Boards. Es ist aber auch kein besonderes Board, da hätte ich mir schon so ein Z690 oder so gewünscht. Man sieht hier wirklich, hier wurde quasi um die teure Grafikkarte billig drumherum gebaut. Finde ich schade. Immerhin eine 2 TB SSD, die Fastro MS200, die ist soweit okay. Silentium PC Fortis 5 ARGB ist jetzt kein besonderer Kühler, kommt mit dem 13600er aber schon zurecht. Solltet ihr auf die Idee kommen, da ständig Cinebench oder so drauf laufen zu lassen, wird er das auch nicht packen. Aber zum Zocken reicht er. Auch hier wieder das günstigste aus der Seasonic-Reihe, das G12 GC750W, reicht natürlich für das System irgendwo aus, ist aber halt ja kein Billig-Netzteil, ist schon Markenware. Aber ist halt ein günstiges Netzteil. Und hier habt ihr auch wieder Windows 11 Testversion vorinstalliert ohne Key. Schauen wir uns da die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landet ihr bei 2.370,40 €. Und das System kostet 2.550 €. Und das ist dann irgendwo kein Deal mehr. Das ist Standardware. Das kriegt ihr überall so. Das könnt ihr auch bei Dobaro oder so gucken oder Agando vielleicht oder CSL. Keine Ahnung, ist mir völlig egal.
Aber das ist kein besonderer Deal. Wenn ihr euch die Sachen bei Mindfactory zusammenfuckelt, sofern sie denn verfügbar sind, baut euch Mindfactory das für 150 Euro zusammen. Natürlich ist hier noch Windows vorinstalliert. Natürlich gibt er noch Garantie auf das ganze System, Mindfactory nur auf die einzelnen Komponenten und nicht auf die Dienstleistung an sich. Allerdings ist es einfach so, preislich gesehen ist der überhaupt nicht interessant. Ist halt einfach so, es ist kein Deal. Was wirklich ein Deal war, war der hier für 870, den könnt ihr so mitnehmen, überhaupt kein Thema. Wenn ihr bei dem hier diesen Code noch eintippt, dieser Black Friday 1599, blenden hier auch nochmal ein, dann ist das auch noch irgendwo okay, ist nichts Besonderes, aber ist ein okayes Angebot. Ja, und der hier ist einfach out of range. DDR4-RAM, billiges Board, alles billig drumherum gebaut. Lieber 200 Euro drauflegen und vernünftige Komponenten nehmen. Da hättet ihr auch DDR5-RAM und DDR5-Board für gekriegt. So ist es halt einfach. Also, ihr habt meine Meinung dazu gehört. Wenn ihr da Bock drauf habt, bestellt das ruhig. Die Links sind in der Videobeschreibung. Wie gesagt, sind keine Affiliate-Links. Könnt ihr einfach so bestellen. Und falls ihr wirklich da mal so ein Ding bestellt, sagt gerne auf unserem Discord Bescheid, wie es so gelaufen ist. Weil wir würden schon gerne eine Meinung noch haben, wie es ist, wenn man wirklich einen bestellt. Ich hatte zwar schon mal ein System von ihm hier, das hatte ich ihm da dann auch abgekauft, weil ich eins für meinen Bruder brauchte. Aber wir brauchen immer mal wieder Meinung, wie der Kundensupport und so ist. Weil wenn wir jetzt öfters hören, dass die Systeme immer kaputt oder so ankommen, dann werden wir das auch nicht mehr empfehlen und ich werde auch keine Videos mehr darüber machen. Warum auch? Höchstens, um euch zu warnen, natürlich. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und übrigens, diese Systeme sind noch diesen Montag, also das Video kommt jetzt am Montag, ich nehme es jetzt gerade auf. Das kommt am Montag, die sind dann nur noch diesen Montag gültig. Also wenn ihr eins bestellen wollt, dann solltet ihr das bis 0 Uhr tun, sonst sind sie halt nicht mehr da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.